Hallo, heute geht es wieder um das Thema Photovoltaik, Wechselrichter, Laderegler. Habe jetzt wieder ein neues Paket bekommen. Das werden wir jetzt mal zusammen auspacken. Bestellt war jetzt hier zur Frist der große Wechselrichter. Das ist von auch von Victron, wie gesagt, ein 48 Volt Gerät und zwar 5000 Watt, der 70, 100, 230 Volt. Also bis der normale Multi Plus. Das ist der, wo noch zwei große Ringkerne da drin verbaut sind. Das ist ein bisschen solider und massiver aufgebaut. So, hier drinnen. Das wurde mir mitgeliefert. So, mal sehen, was hier alles dabei ist. Bisschen Material für Videos. Und zwar sind das zwei Laderegler. Einmal der 150-100 TR VE Kannanschluss. TR steht für Schraubanschlüsse und MC4 Stecker. Da steht halt MC4 da. Viele kaufen auch die Geräte, weil die einfach besser zu handeln sind. Die Stecker, die original dran sind, sind immer schwierig wieder abzumachen. Deswegen die Schraubanschlüsse. Das Ganze sind wie gesagt 5 Jahre Garantie. Das Ganze ist mit Bluetooth. So, hier könnt ihr bis 150 Volt in Reihe schalten von der PV-Seite her und 70 Ampere Ladeleistung. So, da werden wir uns mal die Geräte anschauen. So sieht das Ganze aus. Hier kann man wie gesagt noch ein Display dran bauen, was ungefähr um die 50 Euro kostet. Da habt ihr hier nochmal die ganzen Parameter hier drauf oder ihr lest es halt aus über Bluetooth. Da gibt es eine schöne App dafür. Gebrauchsanweisung. Da gucken wir gleich mal nach, was hier wie viel angeschlossen werden kann. So, zu den technischen Daten. Das ist wie gesagt der 150-70. Das wäre der ganz rechte. Der kann 70 Ampere laden, 70 Ampere Ladeleistung. Das Ganze geht los bei 12 Volt. 12 Volt kann er umsetzen. Für 12 Volt Systeme, was bei den großen Ladereglern wie gesagt eigentlich keinen Sinn macht, das sind ungefähr 1000 Watt. Bei 24 Volt sind das 2000 Watt. 36 Volt kann er auch. Da sind das 3000 Watt und bei 48 Volt, was die meisten aufbauen, 48 Volt Batteriesystem, sind wir bei 4000 Watt, was das Gerät umsetzen kann. Also 4 kW Ladeleistung bei 48 Volt, 70 Ampere. Ihr habt dann, wie gesagt, nochmal die ganzen einzelnen Parameter, wie man alles einstellen kann: Ladeschlussspannung, Ladeerhaltung. Hier mal davon ein kleiner Überblick. Hier unten ist nochmal ein wichtiger Punkt und zwar die Kabel, die hier angeschlossen werden können vom Laderegler zur Batterie, sind 35 Quadrat, die ihr auch nehmen solltet, auch wegen Ladeverlusten und Querschnitt. Wenn der Querschnitt zu gering ist, habt ihr Verluste, die Kabel werden warm und das wäre ungünstig. Dazu gibt es wie gesagt mal ein schönes
Bild, wie die Kabel aussehen sollten. Ihr seht ihr, wie gesagt, was relativ ungünstig ist, was ihr an Kabel nehmen sollt. Das starre Kabel, was so einadrig ist, ungünstig. Wegen der Kontaktfläche alleine schon. Am besten ist neben das feinadrige, was übelst fein geflochten ist, was ganz recht ist. Und dazu nehmt ihr, so habe ich es bei mir gemacht, also in meinen Videos, wie ihr auch seht, habe ich verschiedene Sachen. Das sind solche Kabelendhülsen. Die gibt es in verschiedenen Querschnitten und die könnt ihr, wie gesagt, hier kommt das Kabel rein. Das Ganze wird, wie gesagt, nicht verlötet, sondern gepresst. Löten ist nicht mehr zulässig. Und dann habt ihr hier, wie gesagt, hier vorne, das könnt ihr dann unten in den Laderegler reinschieben und ordentlich verschrauben. Da habt ihr einen richtigen, ordentlichen Kontakt. Hier wird auch nicht warm. So sehen die aus. Das einmal für die PV-Seite und einmal für die Batterieseite. Braucht ihr quasi 4 Stück davon. So, dann nehmen wir mal das gute Stück raus. Ich hoffe, der Kunde, der das jetzt hier bekommt, sieht das Ganze nicht. So, wie gesagt, ordentlich verpackt das Gerät. Hier unten seht ihr natürlich die gewaltigen, ich packe das Spatz erstmal aus, die gewaltigen Stromanschlüsse. Wie gesagt, da kann halt 4000 Watt laden. So sieht jetzt der Laderegler hier aus. Hier unten sind die großen Schraubanschlüsse. Hier unten das VE-Direktkabel, was ihr an Servo GX anschließen könnt. Ihr könnt eine manuelle Einstellung an der Schraube vornehmen für verschiedene Spannungen. Oder ihr stellt das Ganze natürlich über die Bluetooth-Verbindung ein. Was einfacher ist und genauer. Dann habt ihr, wie gesagt, links die zwei Anschlüsse, ist für die Batterie, Plus und Minus. Ordentlich gucken, was er anschließen tut. Und rechts die PV-Anlage. Hier unten ist ein riesen Kühlkörper dran, dass die Wärme abgeleitet werden kann. So sieht das Ganze aus. Und das wäre jetzt von Victron der große Laderegler. Da gibt es, wie gesagt, auch nochmal einen 250 Volt. Da könnt ihr bis 250 Volt die Plattenreihe schalten und dann parallel draufklemmen. Und 100 Ampere Ladeleistung. Das Ganze, wie gesagt, auch mit Bluetooth und auch TR für die Schraubanschlüsse. Ich hoffe, im Hintergrund die Geräusche stören euch nicht vom Rasenmäher. So, machen wir den mal auf. Das Ding ist, wie gesagt, nochmal eine Nummer größer. Überall, wie gesagt, hier passt nochmal ein Display dran, was ich euch schon gesagt habe. Geben wir mal hier die Parameter rein. So, hier sind jetzt die Parameter, wie gesagt, noch ein bisschen größer. Die bei 12 Volt kann er, wie gesagt, also 100 Ampere kann er laden. Bei 12 Volt wäre das 1450 Watt. Bei einer 24 Volt Batteriespeicheranlage sind wir bei 2900 Watt. Bei 36 Volt Batteriespeicher sind wir bei 4350 Watt, was er laden kann. Und bei 48 Volt System, was die meisten haben, was gängig ist, sind wir bei 5800 Watt. Wie gesagt, in Reihe könnt ihr die Platten bis 150 Volt. Wenn ihr das erreichen tut, aber die PV-Leistung da immer noch nicht ganz ausgereizt ist, könnt ihr auch parallel drauf klemmen. Das heißt zwei Stränge, habt dann zweimal Plus und zweimal Minus und klemmt es parallel drauf. Vorgabe ist hier auch 35 Quadratkabel, fein geflochten, auch mit solchen Kabelendhülsen, was ich euch schon gezeigt habe. Und der größte Laderegler jetzt in der Bauform ist, wie gesagt, der 250-100. Habe ich jetzt gerade nicht hier. Da könnt ihr, wie gesagt, bis 250 Volt in Reihe schalten und auch 5800 Watt Ladeleistung. Die nächstgrößeren sind dann die 450-100 und 200, das sind die ganz großen Laderegler. Da denke ich mal, da werde ich wahrscheinlich jetzt auch noch mal einen zugeschickt bekommen, wenn sie irgendwann wieder lieferbar sind. Da werde ich davon auch noch mal ein Video machen.
So, das sind die VE-Direktkabel. Die gibt es in verschiedenen Längen. VE-Direkt zu VE-Direkt. Mit den kleinen Anschlüssen. Links und rechts, wo die Laderegler mit dem Servo GX verbunden werden. So sieht das aus. Und dann, wie gesagt, gibt es halt, hier ist halt vorgesehen für ein Display. Wer das Geld extra ausgeben möchte, gibt es hier die Displays dafür, die dann einfach drauf gesteckt werden und verschraubt werden mit zwei Schrauben. So sieht das Ganze aus. Sieht natürlich mal eine Nummer besser aus, wenn du halt eine Anzeige hast. Hier sind die Schrauben dazu. So sehen die Displays aus. Kosten, wie gesagt, um die 50 Euro plus minus. So. Der Laderegler sieht halt genauso aus wie der mit 70 Ampere Ladeleistung, plus nochmal eine Nummer größer. Auch von der Optik her sehen sie nicht schlecht aus. Hier seht ihr halt um die ganzen Parameter mit Bluetooth, VE-Kannanschluss, TR-Schraubanschlüsse, Batterie, PV-Anlage. Bis 150 Volt in Reihe könnt ihr schalten und 100 Ampere Ladeleistung. VE-Kannanschlüsse, die seht ihr jetzt hier oben. Hier habt ihr eure Schraubanschlüsse. 35 Quadrat. So sieht das ganze Teil aus. Hier habt ihr noch ein paar LEDs, die anzeigen, in welchem Ladezustand die Batterie ist. Hier oben drauf kommt, wie gesagt, das Display. Der Schutz ist erstmal festgeschraubt mit zwei Schrauben. Und hier hinten habt ihr halt die große Kühloberfläche, dass die Wärme abgeleitet werden kann. Und der Volllast, wie es erreichen, die auch ganz schöne Temperaturen. Da könnt ihr auch noch Lüfter dahinter bauen oder drunter, um einfach die Oberfläche zu vergrößern. Ja, so sieht das Ganze aus. Den großen Multi Plus werde ich jetzt, wie gesagt, nicht auspacken. Der ist noch gut zugepackt. Das Ding wird ja irgendwann dann abgeholt. Das ist, wie gesagt, der 48.5000. Für 48 Volt Batteriesystem 5000 Watt kann er also umsetzen, kann er abgerufen werden, und die 70 steht für 70 Ampere Ladeleistung von der 230 Volt Seite. Das sind bei dem Gerät 3360 Watt, was er aus dem Netz laden kann. Er kann den Strom, wie gesagt, umwandeln, kann aber auch laden. Das ist die Ladeleistung, was das Gerät machen kann. Macht, wie gesagt, 230 Volt. Das Ganze könnt ihr als Dreiphasensystem machen. Da braucht ihr, wie gesagt, drei Stück davon. Oder dann halt die neueren Geräte, die Multiplus 2 Geräte, die 48.5000, 70-50 heißen die dann. Das ist dann die neue Generation davon. Ja, wie gesagt, hat euch das Video gefallen? Wollt ihr noch mehr Details dazu haben? Dann schreibt mir das in die Kommentare. Ich bedanke mich natürlich fürs Anschauen. Sage einfach bis zum nächsten Video.